Was soll David noch mehr mit dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Geschwister, er war überwältigt. Was bin ich, Herr, sagt er. Was bin ich, dass du mir so viel geschenkt hast? Ja, ein wunderbares Lied haben wir auch gesungen. Und es ist so, ich war so Gott dankbar, Geschwister, dass wir auch in den Liedern oft so kleine Predigten haben dürfen, ja, die zu uns reden, die uns auch auf Gott weisen, auf Jesus Christus lenken, dass wir sehen, dass wir eigentlich, was sind wir, wenn Jesus Christus nicht in uns ist. Psalm 8 auch noch, ja, Dankeschön. Wir wollen heute ein Schriftwort lesen aus Johannes Kapitel 16. Johannes 16, es sind die letzten Reden Jesu, also die kurze Zeit noch vor seinem Tod. Und ich lese ab Vers 26, ab bis zum Schluss. Johannes 16, 26. An dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sagten zu ihm, sieh, nun redest du frei heraus und gebrauchst kein Gleichnis. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt, und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr. Seht, es kommt die Stunde, und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe heute die Botschaft überschrieben, wie viel Glauben brauchen wir heute mit einem Fragezeichen. Wie viel Glauben brauchen wir heute? Ich dachte so nach über dieses Wort, über diese Frage, wie viel Glaube brauchen wir, um genug Glauben zu haben, damit wir einmal im Himmel aufgenommen werden können oder damit wir genug Glauben haben, um zu bestehen. Und wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Wenn ich nur denke an die Entwicklungen, so in, jetzt meine, in der Technik, in der Wissenschaft, wie das voranschreitet, für mich selbst habe ich so festgestellt, wenn man dann nicht auch mit dabei, mit bisschen mitkommt, ja, bleibt man da hinten, man kommt gar nicht mehr mit. Nur etwas vielleicht verpassen und dann weiß man schon nicht mehr, wie es weitergeht, ja. Besonders wir vielleicht die ältere Generation haben damit mehr Schwierigkeiten als die jüngere. Aber es ist so, dass sich so entwickelt. Was aber auch so feststellen ist oder ist festgestellt von den verschiedenen Denkern und den Wissenschaftlern, dass sie eigentlich selbst auch nicht genau wissen, warum und wie das eine oder das andere so geschieht. Viel ist gebaut auf Berechnungen, auf die Erfahrungen der Vergangenheit. Es wird berechnet dann um Jahre voraus, wie es das sein könnte. Vieles ist eine Annahme. Eine Annahme, an die dann geglaubt wird, die wird dann so angenommen, es ist so. Im Grunde genommen ist das eine theoretische Annahme und man so begründet es so, es müsste so gewesen sein, mal vielleicht vor 1000 Jahren, oder es wird noch sein nach vielen Jahren so und so. Viele Dinge, das wissen wir ja, so, man hört es immer wieder. Kann ich dieser Annahme glauben jetzt? Oder
so annehmen, dass es eventuell nicht so ist oder gar nicht so ist. Wisst ihr, das ist mit einem Zweifel verbunden. Ja? Das Glauben, wenn das sicher ist, dann ist mit einem Glauben, mit einer Sicherheit verbunden. Ja? Was eine eventuelle Sache ist oder eine Annahme, das kann man bezweifeln. Und doch glauben die Menschen an das und es wird dann weitergegeben. Was ist aber, wenn das nicht stimmt? Wenn die Annahme, die auch so mag aussehen, glaubwürdig, ja, und doch sie nicht stimmt, wie kann man damit umgehen? Aber Geschwister, Glauben an Gott, Glauben an das Wort Gottes, Glauben an Jesus Christus, kann das auch eine Annahme sein? Oder ist es mein wirklichen Glauben? Oder glaube ich so, dass ich glaube an Gott und doch das eigentlich nicht der Glaube ist? Wie viel Glauben muss ich in mir haben? Oder welche Qualität soll der Glaube in meinem Herzen sein, damit er der echte, der reine, wahrhaftige Glaube ist an Gott? Wisst ihr, ich stelle selbst fest für mich, es braucht ein gewisses Maß des Glaubens, um überhaupt im Glauben an Gott zu bleiben. Um überhaupt das nicht zu verlieren, was Gott einem geschenkt hat. Es braucht ein gewisses Maß des Glaubens. Jesus war, es wird angenommen, etwa 3 Jahre mit den Jüngern unterwegs. Also er ist geboren, dann kam eine Zeit und dann war er mit den Jüngern zusammen. Sie haben relativ früh erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das haben sie geglaubt. Sie haben eine große Zahl der Wunder gesehen und erlebt, Jesus getan hatte. 3 von ihnen waren auf dem Berge mit Jesus, wo er von Gott verherrlicht wurde. Verklärt heißt das Wort ja bei uns. Sie durfte sogar Mose und Elia sehen. Petrus geht auf dem Wasser, weil er glaubte, er wird es können. Jesus sagte zu ihm, ja, komm Petrus, mir entgegen. Und er geht im Glauben Jesu entgegen, bis er eine große Welle gesehen hat. Ja? Und dann war der Glauben. Und Jesus singt. Lahme, Aussätzige, Krüppel, böse Geister wurden ausgetrieben, alle wurden geheilt. Alles unter den Augen oder vor den Augen der Jünger. Als Jesus einmal fragte, in Matthäus 16 ist die Frage, für wen halten die Menschen mich? Jesus wusste ja, für wen sie ihn halten. Aber doch wollte er jetzt von seinen Jüngern hören, so ein bisschen, was sie darüber denken, wer bin ich? Und dann wissen wir, einer sagt, Johannes der Täufer und Elia und so weiter. Petrus aber, der eigentlich immer so einer der Erste gewesen ist für Jesus, er sagt, Herr, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, ja. Glaubt. Und Jesus sagt, das hat dir nicht dein Verstand offenbart. Mein Vater im Himmel, Gott hat dir das erklärt. Er glaubt, ja. Alles waren so Bestätigungen, dass die Jünger glaubten, einen festen Glauben hatten. Und doch, als Jesus mit ihnen die letzten Gespräche führt, wir haben es gelesen, fragt Jesus, jetzt glaubt ihr? Er fragt sie, jetzt glaubt ihr? Was wird eigentlich weiter sein?
Warum sagt er ihnen? Sie sagten selbst zu ihm, Vers 30, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Als ich das so gelesen habe, war es mir, ob jetzt ihnen plötzlich die Augen aufgetan wurden. Und sie sagten, ja, das ist doch wirklich. Es ist wirklich so, dass Gott hat ihn doch gesandt. Und jetzt sagen sie ihm, Jesus, weil du jetzt nicht mehr in Gleichnissen mit uns, mit Vergleichen redest, damit sie verstehen, wer er ist. Und darum glauben, jetzt glauben wir schon ziemlich am Ende. Ja? Jetzt glauben wir, Jesus fragt sie, jetzt glaubt ihr. Was war denn bis jetzt? Sind Geschwister, so kann man auch glauben. So kann man auch glauben, man dient Gott. Ja, man will ja glauben. Sie wollten ja auch glauben. Aber wisst ihr, oft fehlt etwas an diesem Glauben. Das Maß. Das Maß ist oft nicht das Maß, welches wir haben sollten. Die Jünger haben auch bezeugt, dass sie glauben. Ja? Und sie wollten wirklich glauben. Und Geschwister, als Jesus diese Frage gestellt hatte ihnen, dann kann man die Frage so schauen, war das jetzt bis dahin jetzt ihr fester Glauben? Oder haben sie manchmal gefragt, ist das wirklich so oder nicht? Oder war das eine gewisse Annahme, dass es könnte doch Gottes Sohn sein? Wie reagiert Jesus? Er stellt ihnen die Frage, jetzt glaubt ihr. Ich glaube, dass Jesus immer wieder hat sie auf den echten, wahren Glauben hingewiesen. Zum Beispiel, wir haben gelesen, ja, das Beispiel von dem Sturm, ja, in Lukas 8. Lukas 8. Geschwister, die waren auch nicht mehr Neulinge jetzt, erst 2 Tage mit Jesus. Und doch, als sie gesehen haben, dass eigentlich der Sturm so groß wird, dass dieses Boot auch untergehen kann, gehen sie und sprechen, Herr, siehst du das nicht? Siehst du nicht? Wir können ja doch untergehen. Und Jesus, er sagte aber zu ihnen, wo ist euer Glauben? Das heißt, in diesem Moment haben sie alles vergessen, was sie bis jetzt gesehen haben. Und Jesus fragt, wo ist euer Glauben? Seid ihr immer noch so schwach im Glauben? Fehlt euch immer noch diese feste Überzeugung, ich bin doch mit euch. Wie kann das Boot überhaupt untergehen, wenn ich mit euch bin? Und dann merkt man, dass die trotzdem immer noch schwach glauben und die sagten, sie fürchteten sich und wunderten sich und sagten zueinander, wer ist denn er? Er spricht zu ihnen, wo ist euer Glauben? Und gleichzeitig redet sie zueinander, sagen, wer ist denn er? Als sie gesehen haben, dass es still geworden ist. Wisst ihr, das, was sie gesehen haben, die Erfahrung, die war viel größer scheinbar, als ihr Glaube gewesen ist. Und sie fragen, wer ist er? Merken wir ja, ein Zweifel ist drin. Wer ist er denn? Er kann sogar dieses tun. Er kann sogar das Meer stillen. Und aus dieser Begebenheit ist erkennbar, dass die Jünger immer wieder an Glauben Mangel hatten. Sie wussten das alles, ja, und doch, warum glaubten sie nicht, dass Jesus den Sturm besiegen kann? Oder warum glaubten sie nicht, dass ihnen nichts passieren wird, wenn sie, solange sie mit Jesus zusammen sind? Geschwister, es ist auch in unserem Leben, solange wir sich an Gott halten, solange wir mit Jesus zusammen sind, wird uns nichts passieren. Unser Glaubensschiff wird niemals untergehen können. Und ich habe einmal schon gesagt, wenn es jetzt auch untergehen muss, dann geht es mit Jesus zusammen. Dann sind wir trotzdem mit Jesus. Das heißt, in unserem Leben alles zusammenbricht, Geschwister, dann bleibt Jesus mit uns. Und scheinbar ist der Glauben doch nicht so einfach zu fassen. Der Bruder Otto hat angeführt uns, vorhin in der Einleitung zu den Thessalonicher sagt Apostel Paulus, dass der Glauben ist nicht jedermanns Sache. Natürlich ist der jedermann möglich,
Aber wirklich zu glauben, wirklich so zu glauben, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und doch ist es möglich, weil Jesus fragt sie, wo ist euer Glauben? Und nun ist Jesu Frage, jetzt glaubt ihr, Geschwister, wie viel Glauben brauchen wir heute? Wir jetzt, die wir hier sind, wie viel Glauben? Oder wie sieht es mit unserem Glauben aus? Mit unserem Glauben, dass wir glauben, dass Gott ist, das bin ich überzeugt, glauben wir alle. Geschwister, wie ist, sieht unserem Glauben, dass das Wort, welches Gott schenkt, dass das wahr ist, dass es wirklich so stimmt? Wisst ihr, was ist überhaupt Glauben? Glauben, man kann das einfach so sagen, das ist unser tiefstes Vertrauen an Gott. Dass wir nicht annehmen, dass Gott uns helfen wird. Dass wir nicht so meinen, dass, naja, Gott wird uns hier auch in eine Sache beistehen. Dass wir vertrauen, dass Gott das tun kann und will und wird. Geschwister, das ist Glauben. Christus ist ja das Fundament unseres Glaubens. Und unser Glauben beruht ja auf Christus. Und Geschwister, der Glauben ergibt Halt in unserem Leben. Ich persönlich habe das manchmal schon erfahren müssen. Wenn man anfängt, schwach zu werden und ein bisschen sich Gedanken anfängt zu machen, was morgen wird, was in einem Jahr wird, Geschwister, dann kommen zu einem so schwere Gedanken. Ja, es wird einem so schwer vom Herzen. Aber Geschwister, Glaube. Der Glaube, dass das alles in Gottes Hand, es stärkt uns und gibt uns einen Halt. Und Geschwister, sogar in Zeiten der Verlassenheit, in Zeiten des Zweifels, kein Mensch kann sagen, dass er nie in Zweifel kommt. Und auch in Zeiten, wo alles dagegen spricht. Ich denke jetzt an Abraham. Abraham hat von Gott ja die Zusage bekommen, ich will das alles nicht nachlesen, werde mir nicht fertig heute, Zusage bekommen, er wird einen Sohn haben. Er wird einen Erbe haben. Abraham ist 100 Jahre alt. Aber Geschwister, ich wundere mich immer, wie konnte Abraham so glauben? Glauben, das gegen alle Gesetze der Natur spricht. Nicht sprach für das. Für das sprach noch das eine, das Wort Gottes, welche Gott hat zum gesagt hatte, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen in einem Jahr und er soll dein Erbe sein. Geschwister, das war das eine und das andere war so viel und groß, was dagegen sprach. Und das eine, was von Gott ausgekommen ist, das war am Ende viel größer wie das andere. Das andere war alles nichtig. Das war Zweifel und Unglaube. Und doch konnte Abraham glauben. Geschwister, ich fragte mich, wie konnte Abraham so fest glauben? Oder woher nahm Abraham diesen Glauben? So, die Überlieferungen sagen, dass Abraham, er ist ja geboren in einem Land, wo Götzendienst auf der höchsten Stufe gewesen ist, ja. Heute gibt es auch Länder, wo der Götzendienst überall ist, ja, über alles ist, ja. Und einmal sagte der Herr zu ihm, Abraham, du musst da hinausgehen. Wenn du willst mir treu sein, wenn du willst, dass ich mit dir gehen soll, musst du da hinausgehen von diesem Ort. Sonst kannst du eventuell nicht bestehen. Ich habe mitbekommen, dass sogar es war so ein Götzendienst, wenn ein Fürst verstorben ist. Sie haben alle seine Knechte und Nächste mit in das Grab gebracht. Also sie mussten auch sterben. Es wurden Ausgrabungen gemacht an den Orten, wo Abraham geboren ist. Ich glaube heute in der Nähe von Syrien irgendwo. Und sie fanden dann den Fürst und viele Menschen. Geschwister, so ein schrecklicher Götzendienst. Und jetzt kommt aus dieser
Umgebung oder aus diesem, wie soll ich sagen, dieser Gottlosigkeit ein Mensch, der so einen Glauben hat. So einen Glauben hat, dass er uns bis zum Ende fast in der Bibel als Beispiel gestellt wird. Wie konnte Gott, konnte Abraham so glauben? Er hat das richtige Maß gehabt, Geschwister des Glaubens. Aber warum findet Glaube heute immer weniger? Warum? Das ist auch jetzt mein Empfinden, dass er irgendwie nicht in dem Maß ist, wie es sein sollte. Und Geschwister, wir sind in einem Leben, einem Zeitalter des Evangeliums. Abraham hat keine Bibel gehabt. Bis zu Jesu gab es nur die Pergamentrollen, wo einzeln die Propheten gewesen sind. Sie waren nicht bei jedem zu Hause, wie wir haben. Ich glaube, die meisten Menschen haben eine Bibel im Hause. Und doch sagt Jesus einmal: Meinst du, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er den Glauben finden? Den Glauben, diese Witwe, die hat nicht nachgelassen. Die glaubte, dieser Mann wird ihr trotzdem helfen. Ich werde so lang zu ihm gehen. Und Jesus stellt sich als Beispiel. Er sagt: Wenn ich einmal kommen werde, welchen Glauben werde ich sehen? Das Wort sagt uns, dass Glauben heißt, Glauben an die Dinge, die man nicht sieht. Der Hebräerbrief schreiben sagt, dass das, was wir nicht sehen und wir glauben, dass wir so glauben, ob wir das sogar sehen. Und Glauben kommt, woher kommt noch Glauben? Was sagt uns das Wort? Der Pastor Paulus sagt zu den Römern, in Römer 10, sagt er ein Wort. Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Und Apostel Paulus macht eine Erfahrung und das sagt schon der Prophet Jesaja vor ihm und er sieht es und sagt: Herr, wer glaubt überhaupt schon unserer Predigt? Er muss ja auch die Erfahrung gemacht haben, wie der Prophet Jesaja. Er hat ihnen das Wort Gottes gebracht, aber es fehlte an Glauben. Und Apostel Paulus sagt: Wer glaubt? Aber der glaubt, der bekommt sie aus der Predigt, weil diese Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ja? Und so Geschwister, aus dem Wort Gottes kommt die Predigt. Kommt der Glaube, wenn wir auch mit dem Wort Gottes sich beschäftigen, wenn wir uns so hineinlesen, das Wort, wenn wir uns hineindenken, kommt der Glauben. Glauben müssen wir können. Lesen und noch ein Beispiel aus Markus, Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Es ist, als dieser Mann kam und hat gebetet, Jesus soll... Jesus soll seinen Jungen heilen. Und dann sagt Jesus zu ihm, im Vers 23, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Geschwister, es ist wieder ein Zeugnis. Er sagt, wenn du glauben kannst, wenn du glauben könntest, wirklich, dass ihm geholfen werden könnte, diesem Jungen. Weil er sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Geschwister, glaubt an das, was Gott sagt. Und jetzt will ich noch zurück zu der Frage Jesu. Jetzt glaubt ihr. Warum stellte Jesus ihnen diese Frage? Die Jünger standen vor Zeiten, die ihr Glauben auf das Härteste geprüft werden. Es ist mir so zu Herzen gegangen, Jesus wusste, sie hören ihm zu. Er sagte, dass ich werde ja gehen. Er sagte ihnen vorhin, dass er wird gehen nach Jerusalem und dort leiden und sterben.
Aber wisst ihr, das war ihnen wahrscheinlich nicht so ganz klar alles. Und Jesus wusste, was es ihnen bringen wird. Dass sie in ihrem jetzigen Glauben verzweifeln werden. Wisst ihr, dass sie so verzweifeln werden, weil sie plötzlich ihn nicht mehr unter sich haben. Weil sie sehen, dass er eigentlich gekreuzigt wird. Weil sie sehen, wie er stirbt, Geschwister. Dass sie in ihrem Glauben zerstreut werden. Das wusste Jesus. Und darum sagte er, jetzt glaubt ihr in diesem Moment, was wird morgen sein mit ihnen. Und dass sie zerstreut werden. Und die Genfer Übersetzung übersetzt diesen Vers so. Seht, die Zeit kommt, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen. Die Zeit kommt, dass ihr davon laufen werdet. Die Zeit wird, weil ihr zerstreut werdet. Geschwister, wisst ihr, solch eine Zeit kann schnell kommen. Jetzt waren die Jünger ganz sicher, er ist da mit ihnen. Am nächsten Tag war es anders. Denn so eine Zeit, Geschwister, kann sehr schlimm sich auswirken auf eine ganze Gemeinde. Sie kann sich auf meine und deine Seele sehr, sehr zum Nachteil auswirken. Und das ist das Schlimmste, was einer Gemeinde überhaupt widerfahren kann, Geschwister. Wenn wir sagen würden, es ist alles umsonst, es ist alles verloren, es bringt ja nichts, dass ich mich mühe. Es bringt ja nichts, dass sie sich größte Mühe geben, Gott zu dienen. Ich bleibe lieber daheim. Ich bleibe dort, wo ich Ruhe habe und mich keiner fragt. Jesus sagte, jeder zerstreut in das Seine. Wisst ihr, sie haben so eine Angst gehabt. Sie waren eigentlich so verzweifelt. Sie haben ja ihre Hoffnungen gehabt. Aber sie haben wahrscheinlich doch nicht gerechnet, so, dass es auf diese Art alles geschehen wird. Und sie gingen jeder in das Seine. Da, wo er Ruhe hat. Geschwister, das ist das Ziel des Feindes. Glaubt ihr, der Feind hat in diesem Moment die größte Hoffnung gehabt, dass alles verloren ist bei ihnen. Die größte Hoffnung gehabt, dass das, was Jesus diese Zeit an ihnen getan hat, das, was Jesus gewirkt hatte, das alles umsonst gewesen und für nichts. Er sah ja, sie sind gegangen, sie sind zerstreut. Und Geschwister, der Feind will das haben. Der Feind will das bei uns erreichen. Der Feind will das an jeder Seele erreichen, dass jede Seele Schiffbruch erleidet im Glauben. Dass eine Gemeinde Schiffbruch erleidet und untergeht. Und dass jeder geht in das Seine. Mit sich selbst beschäftigen und dann habe ich meine Ruhe. Geschwister, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es können Zeiten kommen, wo man schwarz sieht. Also die Jünger haben da schwarz gesehen. Und das ist des Feindes Arbeit, Geschwister. Dass alles umsonst ist, dass alles nichts, dass alles schwarz ist. Obwohl Jesus im Vers 20, im gleichen Kapitel, Johannes 16, ihnen die größte Hoffnung gemacht hat auf Freude. Er sagt so, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Das ist jetzt das, was ihnen widerfahren ist. Ihr werdet traurig sein, doch euer Schmerz wird in Freude verwandelt werden. Doch sagt er, euer Weinen und Klagen. Er will sagen, meine Liebe, bleibt doch in diesem Glauben. Haltet doch das fest, was ihr von mir bis jetzt gelernt habt. Verliert doch das nicht. Denkt doch immer daran. Ich sage jetzt euch, ihr werdet so weinen, ihr werdet klagen. Es wird scheinbar alles verloren sein. Ihr werdet in Zweifel kommen. Ihr werdet zerstreut werden. Aber glaubt doch, dieser Schmerz, dieses Leid,
Es wird in Freude verwandelt werden. Ich werde sorgen dafür, dass diese Zweifel oder also dieser Unglaube, der dann stattfindet, ich werde sorgen, dass ihr Freude werdet haben, an dem, dass das so geschehen ist sogar. Und Geschwister, Jesus sorgte für sie und er sagte ihnen, und doch sagte er, er wusste, dass sie doch so schwach sein werden und zweifeln werden. Noch ein Beispiel des schwachen Glaubens, Matthäus 28. Ein tiefes Wort, Geschwister. Ich habe das gestern Abend nochmal gelesen und war es mir so, warum kann man immer wieder in Zweifel kommen? Matthäus 28, ganz zum Schluss, im letzten Kapitel. Ich lese mal ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Es ist die Zeit, wir wissen ja, dass Jesus schon verstanden ist und er ist schon, es heißt das Wort, 40 Tage unter ihnen gewesen. Das war die Freude, das war wieder das Aufleben, die Freude. Und jetzt sagt, will Jesus, ich sage mit meinen Worten, von ihnen Abschied nehmen. Und er hat sie bestellt, kommt auf diesen Berg in Galiläa, einen Ort, hat gesagt, geh dorthin, ich werde auch dort sein. Und deshalb kommt jetzt interessant. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Als sie kamen auf den Berg und die sehen Jesus. Es musste eine besondere Herrlichkeit gewesen sein, weil sie so bewogen sind gewesen, niederfallen zu ihm, vor ihm. Er war ja schon Tagen unter ihnen. Wir lesen das nicht, als Jesus reingekommen ist, dass sie niedergefallen sind. Sie haben gefreut, sie haben auch ihre Mühe gehabt am Anfang. Aber jetzt sehen sie Jesus bestimmt in einer himmlischen Macht. Er ist vor dem Auffahren in den Himmel und sie schauen auf ihn und fallen nieder. Was tut man, wenn man auf die Knie fällt, Geschwister? Betet. Man betet. Kommt das Nächste. Einige aber zweifelten. Wie kann das sein? Bei ihnen jetzt, sie fallen vor Christus nieder und beten ihn an. Den lebendigen Gott beten sie an und zweifeln einige. Es gab unter ihnen, die dann sagten, ist das wirklich möglich? Ist das wirklich so, dass er das ist? Ist es wirklich der Sohn Gottes? Aber sie knien auch hin. Kann man auch, Geschwister, im Beten zweifeln dann? Es heißt, ich kann beten und doch zweifeln. In meinem Gebet fehlt als an Glauben. Ich bitte Gott, mach mein Kind gesund. Oder ich bitte Gott, helfe mir jetzt, rette mich und zweifle, dass er mich retten kann. Ich bitte Gott, vergib doch mir meine Sünden. Und dann kommt, ja, die eine Sünde ist größer, die ist noch größer und die ist noch schlimmer. Kann Gott das vergeben? Einige aber zweifelten. Geschwister, so kann man auch glauben. So kann man auch glauben. Im Gebet zweifeln. Was noch interessant ist, Jesus ist auf das nicht eingegangen. Jesus hat nie gesagt, schaut mal, immer noch jetzt ist jemand unter euch, der zweifelt. Er wusste das. Er wusste das. Aber er wusste, dass auch bei denen einigen es doch noch zu einem festen Glauben kommt. Sie werden doch noch glauben, sie sind schwach. Jesus wusste, sie brauchen Stärkung. Jesus wusste, sie brauchen die Kraft seines, des Heiligen Geistes, um wirklich, wirklich, sie brauchen das. Wir brauchen das auch, Geschwister. Ich brauche das auch. Wir brauchen das alle, Glauben. Auch wenn, besonders wenn wir knien vor unserem Jesus. Geschwister, wie viel Glauben brauchen wir heute? Eigentlich gar nicht viel. Ich habe vor kurzem auf unserem kleinen Tomatenfeld
Senfsamen gestreut. Dachte ich an dieses Beispiel. Jesus sagte, wenn euer Glauben ist wie ein Senfkorn, das ist so ein kleines, rundes Ding. Natürlich gibt es noch kleinere Samen. Aber Geschwister, der Senfkorn habe ich gestreut und nach, glaube ich, 4, 5 Tagen habe ich gemerkt, die Farbe ändert sich auf dem Boden. Ja, nicht mehr schwarz, wird grünlich. Es ist Leben. In dem Korn ist Leben, welches Frucht bringt. Und Geschwister, Jesus sagt, wenn ihr und wenn euer Glauben klein ist, aber ein lebendiger Glaube, da ist Leben drin, ist eine Frucht. Es wird Fruchten, es wird bringen, es wird euch helfen. Und Geschwister, wir brauchen heute viel Glauben. Wenn wir glauben, Geschwister, wir müssen glauben, dass unsere Kinder nicht verloren gehen. Wir müssen glauben, dass unsere Nächsten, Verwandte, auch Menschen, die um uns leben, von Gott nie gehört haben, Geschwister, wie können wir für sie beten? Wir meinen, es wird doch nichts bringen. Schau mal an, es kann doch nicht sein. Und doch, Geschwister, müssen wir einen lebenden Glauben haben, dass es anders werden kann. Glauben wie der Vater, dessen Sohn ist gegangen, der verlorene Sohn, das Beispiel in der Bibel. Man konnte es so vielseitig anwenden. Geschwister, ich bin überzeugt, sein Vater hat immer gebetet und gewartet. Und er hat gewartet, weil er geglaubt hatte, dass Gott kann das so wenden, sein Leben, das Leben seines Sohnes, dass er zurückkommt. Und das Zeugnis, dass er geglaubt und gewartet ist, dass er den Sohn gesehen hat, schon von Ferne, von Weitem, kommt doch. Kommt doch. Und Geschwister, glaube ich auch. So glaube ich auch, Geschwister, dass Gott noch die eine oder die Seele helfen kann und retten kann. Sonst wird das Wort nicht stimmen, was Jesus uns gesagt hatte. Es ist, Geschwister, wichtig, und ich wünsche mir und uns allen einen reinen, einen echten, Geschwister, und einen gesunden Glauben. Dass wir einen gesunden, einen wahren Glauben haben. Ich will noch ein Bibelwort uns lesen und das uns mitgeben aus dem Brief zu den Ephesern. Epheser Kapitel 3. Ja, wie Apostel Paulus sagt, Epheser Kapitel 3, Verse 16, ich lese mal von 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und Länge und die Tiefe und die Höhe ist und so weiter. Geschwister, das wünschte Apostel Paulus den Geschwistern, den Gemeinde zu Ephesus damals, ja. Aber Geschwister, das wünscht uns alles, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Wisst ihr nicht, dass ich annehme, dass Christus wohnt? Nicht, dass ich mir das wünsche, einfach irgendwie von Herzen wünsche und doch nicht weiß. Doch kommt manchmal Gedanken, ist das so oder ist das nicht so? Und er sagt, dass er in eurer Herzen wohne und ihr in dieser Jesu-Liebe eingewurzelt, tiefe Wurzeln habt. Wie sagt man das? Man hat tiefe Wurzeln in dieser Liebe, Geschwister, in diesem echten Glauben. Und Geschwister, diesen Glauben wünsche uns alle, wünsche ich mir auch. Der Herr möge uns helfen, Geschwister, in diesem Glauben zu bestehen, diesem gesunden, wahren, göttlichen Glauben. Der Herr schenke uns allen. Amen.